Hallo zusammen, grüßt euch. Ja, ich sitze hier im Auto. Ich bin heute mal nicht auf dem Weg zu meinen Bienen, sondern ich bin tatsächlich auf dem Weg in die dermatologische Klinik, um wegen meiner Bienengiftallergie da jetzt mal einen Schritt weiter zu gehen. Und da habe ich jetzt in einer anderen Klinik einen schnelleren Termin bekommen und habe gerade noch die Überweisung hier abgeholt. Und ich darf in der Klinik selber nicht filmen. Ich habe schon gefragt. Ich hätte euch gerne ein paar Aufnahmen gemacht und vielleicht das Gespräch mit dem Arzt oder so. Darf ich leider nicht. Ja, ich werde mal schauen, was ich so hinbekomme, ne? So, wir sehen uns. Drückt mir mal die Daumen. Ja, da bin ich wieder zu Hause von der Klinik und ich muss sagen, super nett die Klinik, also voll super. Wird wahrscheinlich nicht daran gelegen haben, dass ich vorher gesagt habe, ich komme mit einem Kamerateam von YouTube. Nein, Quatsch. Also die waren echt total nett und haben mir das genau erklärt, wie es jetzt weitergeht und haben mir nochmal so einen Merkzettel mitgegeben, wie man mit dem Notfallset richtig umgeht. Da steht sogar noch ein Medikament mehr drauf, als ich schon habe. Das werde ich mir dann wahrscheinlich auch noch eben besorgen. Ja, also wie geht es jetzt weiter? Bei mir gibt es eine kleine Komplikation, wusste ich aber schon vorher. Das muss ich noch vorher mit meinem Hausarzt einmal klären. Da muss irgendwas, ja, muss was Bestimmtes gemacht werden. Ist aber kein Thema, das dauert aber jetzt leider nochmal so 4 bis 6 Wochen. Also mit Terminen und bla 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 und diesem ganzen Drumherum, sagen wir mal 6 bis 8 Wochen, bis ich einen Termin in der Klinik zur Desensibilisierung bekommen kann. Also die haben immer Termine frei. Das Einzige, was ist, es kann sein, dass das Bienengift gerade etwas knapp ist. Muss man sich mal vorstellen. Also ich habe gesagt, ich habe zu der Ärztin gesagt, ich habe da noch ein bisschen was da, könnte ich mitbringen. Aber sie sagte, es gibt so spezielle Bienenfarmen, wo die dieses Gift produzieren, wahrscheinlich unter medizinisch korrekten Bedingungen oder so. Und vielleicht sollte man darauf umsatteln, wenn es da gerade Bedarf gibt und die gerade zu wenig Bienengift haben. Vielleicht sollte man sowas machen statt Honig. Fand ich gut. Also das muss ich machen und dann muss ich tatsächlich für 5 Tage in die Klinik und in diesen 5 Tagen, hat sie gesagt, werden die mir meine Oberarme abwechseln, immer wieder dieses Bienengift in höherer Dosis spritzen. Und ja, das wird wohl nicht so angenehm, hat sie gesagt. Man wird dann riesen Oberarme bekommen, wenn man die nicht schon hat, ne? Die werden nur noch dicker dann. Ja, und dann darf man sich alle 2 Wochen irgendwo eine Spritze abholen. Das ist auch nervig. Und das Ganze geht über 5 Jahre. Und nach 5 Jahren wird dann wieder ein Test gemacht. Also die haben mir heute schon beide Arme zerstochen. Einmal auf der einen Seite nochmal Blut abgenommen. Weil die sagten, die machen noch einen anderen Test. Ist immer witzig, wenn ich im Auto sitze und Filme mache und dann läuft einer dran vorbei. Die denken sich wahrscheinlich auch, der hat sie nicht alle. Hat er ja, haben sie auch recht, aber egal. Also wie gesagt, einmal den Bluttest. Da wurde aufgenommen, also man kann so spezielle Proteine nochmal messen, und das Risiko abzuschätzen, wie der Körper bei einem Stich wohl reagieren würde. Also der Hautarzt macht den ganz normalen Allergietest, auch per Blut, und da kommt dann raus, ist allergisch, wie viel allergisch und oder eben nicht, ne? Und die können halt einen speziellen Test machen auf gewisse Proteine, die dann die Risiko, ja, nochmal so einen Wert rausgeben, wie der Körper wohl reagieren wird. Ob das jetzt, ja, ob man jetzt Atemnot bekommen wird. Also ich glaube nicht, dass die einem das so genau sagen werden, aber zumindest gibt es so eine gewisse Risikoeinschätzung da dann irgendwie.
Ja, auf der anderen Seite von meinem, also der andere Arm, der ist komplett von oben bis unten. Und da habt ihr jetzt so einen Salbenverband drauf gemacht. Da haben sie mir jetzt Gift in verschiedenen Dosen gerade mal reingespritzt, um zu gucken, wo es anfängt anzuschwellen. Das ist schon relativ früh. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Schon relativ früh, wie so Mückenstiche sieht das dann aus, ne? Die malen da mit so einem Kugelschreiber so ein Raster drauf. Dann gibt es einen Referenzpunkt, wo die einfach nur reines Histamin reinspritzen. Das schwillt dann sowieso an. Und dann kann man gucken, an welcher Stelle, ja, wann das bei dem Bienengift anfängt, auch anzuschwellen. Und ja, dann können die da ihre Schlüsse draus ziehen, wie doll man auf das Gift reagiert. Ja, das war es jetzt erstmal von mir für heute. Also wie gesagt, mein nächster Gang ist zum Hausarzt, der da mal mir ein bisschen was umstellen muss. Also kurzer Hintergrund für die, die das auch irgendwann mal betrifft. Ich habe so ein bisschen, ja, ein bisschen zu hohen Blutdruck, wie so ein kleines Duracell-Häschen. Und das jetzt schon seit über 20 Jahren, liegt bei mir im, ja, von Geburt an wahrscheinlich irgendwie. Da nehme ich ein so ein Medikament und dieses Medikament blockiert die Behandlung. Also würde diese Desensibilisierung etwas blockieren. Und da muss einfach nur was geändert werden und dann soll das wohl funktionieren. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit einem richtigen Video. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.